Grüß Gott aus Ulm. Wann haben Sie zum letzten Mal öffentlich darüber gesprochen, was Sie glauben? Also nicht glauben, wer die nächste Bundestagswahl gewinnt oder wer Europameister wird, sondern öffentlich von Ihrem Glauben an Gott. Fällt Ihnen das schwer? Warum eigentlich? Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen in der Martin-Luther-Kirche in Ulm. Ab heute tagt die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, das höchste Kirchenparlament in unserer Stadt. Gäste und Delegierte sind angereist, um über ihre Kirche und ihren Glauben zu reden. Und vielleicht ist es ja gar kein Zufall, dass der Eröffnungsgottesdienst gerade hier in der Martin-Luther-Kirche stattfindet. Denn ohne Martin Luther würden wir alle doch ganz anders von unserem Glauben reden. Gerade wird viel über Religion und Religionen gesprochen. Zum Teil auch menschenverachtend auf deutschen Straßen. Als könne man eine Erklärung für Terror und Mord finden. Ich frage mich bei solchen Meldungen, wie kommen Menschen dazu, andere Menschen zu entführen oder gar zu töten und sich damit noch in sozialen Medien zu brüsten? Was soll das mit Religion zu tun haben? Was glauben solche Menschen? Und dann frage ich mich aber auch, was glauben wir Christinnen und Christen eigentlich? Also nicht abstrakt, nicht technisch erklärt und in Sonntagsreden verpackt, sondern persönlich und ganz konkret. Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, uns über unseren Glauben klar zu werden, denn nur so können wir ihn bekennen. Wir sprechen darüber, im Gottesdienst und in der Synode, denn wer glaubt, der hat etwas zu erzählen. Das ist schwarz.
Lied. Ich soll mir keinen Kopf machen, aber ich mache mir einen Kopf. Als ich in der Kirche war, da waren wir ein kleiner Haufen. Das hat mich wirklich deprimiert. Wie soll man da nicht schwarz sehen? Ein Konfettiregen. Wenn ich anderen erzähle, dass ich mich bei Kirche engagiere, lachen sie und können das nicht verstehen. Wer macht denn sowas? Mein Glaube ist etwas Persönliches. Auf dem roten Teppich von meinem Glauben zu erzählen, ich weiß nicht. Über den Glauben zu reden heißt, sich zu bekennen. Aber wer sich bekennt, der macht sich angreifbar. Und angegriffen zu werden, das macht den wenigsten Spaß. Harmlos ist es da, wo sich nur über unseren Glauben lustig gemacht wird. Das mit der Auferstehung der Toten und so. Sie wissen schon. Anders ist es, wo unser Glaube ernst genommen wird. Da kann es gefährlich werden, manchmal sogar lebensgefährlich. Elahi wird uns nachher davon erzählen. Aber selbst hier in der Kirche erfordert es Mut, seine eigene Vorstellung von Gott offen zu legen. Ist er weiblich? Ist sie männlich? Oder ist es queer? Für mich bleibt es eine Herausforderung, von meinem Glauben zu sprechen. Aber er gibt mir Hoffnung. Ihnen auch? Wir beten mit Worten des Gottesvolkes Israel, Psalm 71. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein. Gott, sei nicht ferne von mir. Mein Gott, eile mir zu helfen. Mein Mut soll verkünden deine Gerechtigkeit. Täglich deine Großtaten, die ich nicht zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Thank you.
wir beten. Wir stehen vor dir, Gott, Tag und Nacht. Wir stehen vor dir und reden mit dir, manchmal mehr und manchmal weniger. Wir stehen vor dir und reden mit dir und beten zu dir. Mit deinen Worten und mit unseren eigenen. Manchmal suchen wir sie, manchmal kommen sie uns leicht über die Lippen. Wir stehen vor dir und du bist da und du hörst uns. Dafür danken wir dir. Amen. Zerbrechlichen Gefäßen. Die übergroße Kraft kommt von Gott und nicht aus uns selbst. Wir sind ratlos, wir verzweifeln nicht. Wir sind verfolgt, aber nicht glücklich gelassen. Unser Geist soll auch leben, weil auch Jesus auferstanden ist. Unser Leib soll auch leben, weil auch Jesus auferstanden ist. Haben wir den Gott empfangen? Der uns glauben lässt, glauben wir, warum lieben wir nicht? Haben wir den Geist empfangen, der uns glauben lässt? Glauben wir, warum lieben wir nicht? Glauben wir, warum reden wir nicht? Paulus schreibt Glauben. Und nicht von uns selbst kommt. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Wir haben den Geist empfangen, der uns glauben lässt. Über ihn heißt es in der Heiligen Schrift: Ich glaube, deshalb rede ich. Genauso glauben wir und deshalb verkünden wir die gute Nachricht. Musik.
gibt Worte, die haben einen besonderen Klang. Sie klingen nach Hoffnung und Verheißung, nach einem langen Weg und einem Ziel. Freiheit ist so ein Wort, vor allem dann, wenn Elahi davon redet. Elahi, wir kennen uns seit einem Jahr. Du hast dich hier taufen lassen in der Martin-Luther-Kirche, nachdem du mit deiner Familie aus dem Iran nach Deutschland gekommen bist. Und du kannst so gut Deutsch, dass du uns etwas von dir erzählen kannst. Wie war es im Iran, in deinem Heimatland? Es war sehr schön. Wir sind eine große Familie und ich hatte so viele Freundinnen. Aber es war auch gefährlich, weil ich Hijab tragen musste und von der Polizei verstecken. Ich konnte nicht selbst entscheiden, was ich esse, was ich anziehe, was ich tun. Du hast gesagt, es war gefährlich. Was konnte dir denn passieren? Wenn man ohne Hijab draußen geht oder der Hijab zu kurz ist, wird man verhaftet werden oder also da festgehalten. Und man kann sogar sterben. Ja. Die Geschichte von Mahsa Amini kennen wir. Sie hat keinen Hijab getragen und ist von der Polizei verhaftet worden und ist im Polizeigewahrsam gestorben. Du warst zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland. Ich weiß aber, dass du Freundinnen in Iran hast. Wie ging es dir damals? Ich habe alles auf meinem Handy geschaut, aber es war so ein Katastrophal. Ich konnte nichts essen, ich konnte nichts machen, also ich konnte nicht auch lernen. Und ja, also ich war so traurig, weil ich meine Familie und Verwandten, die noch in Iran leben, nicht helfen konnte. Und das macht Angst? Ja. Du hast dich hier taufen lassen, zusammen mit deinen Eltern und deiner kleinen Schwester Ava. Wart ihr in Iran auch schon Christen? Ja, mein Vater kannte das von einem Freund. Mein Vater hat auch eine Bibel. Aber das mussten wir verstecken, weil wenn die Polizei das gewusst hätte, wäre es ein großes Problem. Man kann verhaftet und sogar sterben. Alleine, weil man eine Bibel besitzt, kann man sogar schon sterben. Ja. Nun bist du in Deutschland. Was wünschst du dir für deine Zukunft und was wünschst du dir von deiner Kirche? Ich will auf eine gute Universität studieren und weiterhin Volleyball spielen. Ich will natürlich von der Freiheit, die ich hier habe, genießen. Und ich wünsche mir von der Kirche, dass ich hier sein kann, wie ich bin. Vielen Dank, Elahi, dass du uns von dir erzählt hast. Wir schweigen nicht. So steht es auf diesem Flugblatt der Weißen Rose. 1942, als es verfasst wurde, hatte Deutschland Europa mit Krieg überzogen und furchtbare Verbrechen wurden begangen. Da wäre es gefährlich, ja lebensgefährlich gewesen, ein Flugblatt so in der Hand zu halten, es zu besitzen,
es zu lesen, ja, laut vorzulesen. In Deutschland herrschte ohrenbetäubendes Schweigen. Und dennoch gab es Menschen, Jugendliche, die reden mussten, hier in dieser Kirche. Hans und Susanne Hürzel, die Kinder des Pfarrers an der Martin-Luther-Kirche, die gingen hier ein und aus. Und Hans spielte in den Gottesdiensten die Orgel. Aber der eigentliche Grund war ein anderer. Hier in Ulm wurde Geschichte geschrieben. Und zwar Widerstandsgeschichte. Die Jugendlichen Hans und Susanne Hürzel, die sich der NS-Diktatur nicht unterwerfen wollten, kopierten hier Flugblätter für die Widerstandsbewegung der Weißen Rose. Hinter der Orgel in dieser Kirche. Hans und Susanne Hürzel waren mit den Geschwistern Scholl befreundet und Familie Scholl wohnte drüben direkt neben dem Ulmer Münster. Im Januar 1943 hatte Hans Scholl ein Flugblatt verfasst und in München gedruckt. Versteckt wurden diese Flugblätter dann hier in der Orgelkammer. Hier steckten die Freunde die Flugblätter in Umschläge. Hans brachte sie nach Stuttgart und Susanne Hürzel sorgte dafür, dass sie am nächsten Tag in vielen Briefkästen waren. All das geschah unter Lebensgefahr. Doch die Freundinnen und Freunde waren der Überzeugung, die Deutschen müssen die Wahrheit lesen. Der Krieg ist eine große Sünde und der Massenmord an den Juden ist ein unvorstellbares Verbrechen an der Würde des Menschen. Und diese Verbrechen werden auf sie zurückfallen. Wir dürfen nicht schweigen. Hätte ich damals den Mut gehabt? In allen Zeiten brauchen Menschen Mut, sich zu bekennen und nicht zu schweigen. Einer von ihnen war Paulus. Manche von uns werden jetzt sagen, ja, der Paulus hat es ja einfach, Christus hat ja selbst zu ihm gesprochen. Dann könnte ich auch leicht glauben und davon reden. Paulus aber weiß sehr wohl, was es bedeutet, sich öffentlich zu Christus zu bekennen. Oft wird er ausgelacht, ja regelrecht angefeindet. Früher ein Christenverfolger und heute einfach die Seite gewechselt. Paulus verdient weiter sein Geld als Zeltmacher. Er will aber, dass möglichst viele seine Erfahrung teilen und Heimat im christlichen Glauben finden. Und deshalb gründet Paulus Gemeinden, schreibt Briefe, macht viele Besuche, bald auch schlichtet er Streit. Denn wo Menschen zusammenkommen, da herrscht nicht automatisch Friede. Auch wir Christinnen und Christen streiten. Das war damals so. Und heute ist es auch so. Paulus hält mit seinen Überzeugungen nicht hinterm Berg. Und all das zehrt an ihm. Vor allem die persönlichen Anfeindungen setzen ihm zu. Ständig unter Druck, ein falsches Wort und schon folgt ein Shitstorm. Das nagt an einem Menschen. Das macht manche Menschen krank, auch in der Kirche. Und trotzdem, Paulus macht weiter. Warum? Weil er erlebt, gegen alles, was mich zu Boden zwingt und verzweifeln lässt, gegen all dies gibt es eine Gegenkraft. Christus lässt mich nicht allein. Wo ich bin, da ist er auch. Ich frage, wie soll's weitergehen? Mit ihm geht's weiter. Paulus sagt, ich glaube, deshalb rede ich. Welch ein Vertrauen. Kann ich, können wir das auch glauben? Ich hoffe.
Fest steht aber, wer das nachsprechen muss, ja nachleben will, der braucht Mut und großen Mut, wenn die Verhältnisse nicht danach sind. Vom Glauben reden ist also kein Marketingkonzept für die Kirche. Ob die Menschen zustimmen oder mit dem Kopf schütteln, das kann nicht der Maßstab sein. Natürlich muss die Kirche mit der Zeit gehen. Und natürlich müssen existenzielle Grundfragen immer wieder neu beantwortet werden. Aber die Kirche verkauft kein Produkt. Sie passt sich nicht dem Zeitgeist an. Das Wort Gottes zählt. Und letztlich muss jeder und jede für sich entscheiden, was das für den eigenen, für den persönlichen Glauben bedeutet. Wer aber eine Antwort gefunden hat, der soll dazu stehen. Vieles, was wir Christinnen und Christen glauben, ist unbequem für andere. In der Gesellschaft erfahren manche Überzeugungen schon längst deutlichen Widerspruch. Heute zum Beispiel öffentlich für den Schutz des ungeborenen Lebens einzutreten, ist die Aufgabe der Kirchen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass menschliches Leben vom Anfang bis zum letzten Atemzug Gottes Gabe ist und deshalb unantastbar bleibt. Das wollen viele nicht hören. Aber wie kann dieser Schutz auch in Zukunft aufrechterhalten werden, ohne das Selbstbestimmungsrecht der Frauen abzuschwächen? Mich treibt diese Frage um. Und trotzdem, ich darf mich nicht verstecken. Ich muss sagen, was ich glaube, nicht besserwisserisch und auch nicht von oben herab. Aber ich glaube, Gott ist ein Freund des Lebens. Vom Glauben reden, ich bin der Überzeugung, wir können uns vom Glauben anderer anstecken lassen. Paulus schreibt von der Kraft, die der Glaube hat. Aber nicht in dem Sinn, dass man halt nur hart an sich arbeiten muss, um diesen Glauben zu haben. Nein, der Glaube kommt nicht aus mir. Dazu ist meine Kraft viel zu klein. Der Glaube und die Kraft, die er gibt, sind ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott. Paulus schreibt, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Mich entlasten diese Worte. Sie tun mir gut. Sie sind zuversichtlich und nüchtern. Ich muss mich nicht verstellen. Als Menschen sind wir zerbrechliche Gefäße. Es braucht nicht viel und wir fallen auseinander. Wir zerbrechen an Erwartungen und Bequemlichkeit und Mutlosigkeit sind Grenzen, an die wir immer wieder stoßen. Nein zu Antisemitismus. Da sind wir uns als Kirche einig und hoffentlich auch in der Gesellschaft. Aber öffentlich gegen Antisemitismus einzustehen, wie es jetzt in diesen Zeiten dringend geboten ist, das ist unbequem. Wir schauen auf das Land, in dem unser Glaube seinen Ursprung hat, nach Israel. Wir sehen den Terror der Hamas und seine furchtbaren Folgen dort im Land, in der Region natürlich, aber auch bei uns. Wir lesen, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Das ist doch ein schrecklicher Gedanke. Und gerade in dieser Kirche hier, wo junge Menschen 1943 ihr Leben riskiert haben, Verfolgten beizustehen. Es braucht nicht viel und wir fallen auseinander. Als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Und Gott weiß das. Aber er lässt uns nicht allein. Er gibt uns die Kraft und die Kraft kann Berge versetzen. Oft spüre ich diese Kraft nicht, aber manchmal eben doch. Sie ist da. Gott schenkt sie mir. Spürst du die Kraft?
Mit dieser Kraft im Rücken können wir nicht schweigen. Wir können nicht anders als reden. Lasst uns reden. Lasst uns reden von unserem Glauben, von Gerechtigkeit, von Friede, von Versöhnung in einer Welt von Terror und Hass. Schweige nicht, rede um Gottes Willen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Barmherziger Gott, die Kraft, die uns Glauben und Reden schenkt, kommt von dir. So bitten wir dich für alle, die stumm geworden sind und ihre Stimme verloren haben, die Kranken und Alten, die Einsamen und Resignierten, die Ausgegrenzten und Weggesperrten. Lass uns neu hören, was sie uns und dieser Welt zu sagen haben. Barmherziger Gott, die Kraft, die uns Glauben und Reden schenkt, kommt von dir. So bitten wir dich, für die vielen Christinnen und Christen, die in der ganzen Welt um ihres Glaubens wegen verfolgt werden und um ihr Leben fürchten müssen, sei bei ihnen, stärke sie im Glauben und erinnere uns daran, sie nicht zu vergessen.
Barmherziger Gott, die Kraft, die uns Glauben und Reden schenkt, kommt von dir. So bitten wir dich. Für uns alle, die wir hier jetzt in Ulm zu den Beratungen zusammenkommen. Lass uns Worte finden. Lass uns mutig und unverzagt vom Glauben sprechen. Gib uns Inspiration, deine Kirche der Zukunft zu gestalten. Barmherziger Gott, die Kraft, die uns Leben und Glauben und Reden schenkt, kommt von dir. So bitten wir dich für die Menschen in Israel und im Nahen Osten, die unter Terror und Krieg leiden. Für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in Angst vor antisemitischen Übergriffen leben. Lass uns dazu nicht schweigen und wehre allem Hass und Gewalt. Wir beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Und vielleicht wollen Sie ja mit uns im Gespräch bleiben. Dann rufen Sie uns an unter der eingeblendeten Nummer 0700 14 14 10 10 sind Menschen aus der Martin-Luther-Kirche heute bis 18 Uhr für Sie erreichbar. Ich werde jetzt schweigen, aber Sie sollten reden. Was glaubst du eigentlich? Mit der Aktion Hashtag Glaubensstark rufen wir dazu auf, öffentlich auf Social Media über den eigenen Glauben zu sprechen. Machen Sie mit. Laden Sie gerne Ihre Videos hoch unter www.ekd.de/glaubensstark.
Teilen Sie es in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Glaubensstark. Schauen Sie vorbei. Viele sind schon dabei und wir freuen uns auch auf Ihre glaubensstarken Beiträge. Was glaube ich eigentlich? Und vor allem, wem glaube ich? Ich glaube daran, dass mein Leben einen Sinn hat. Es fällt mir wahnsinnig schwer zu sagen, was ich eigentlich glaube. Jetzt ist die Zeit zu sagen, hier ist die Bühne. Ich glaube an einen Gott, der mich... Ich glaube, das ist... Was glaubst du eigentlich? Und dass wir so glaubensstark in die neue Woche gehen können, dafür empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Of the field.